Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Du hast keinen Nachfolger gefunden. Genau. Weil die nächste Frage wäre gewesen, wer hätte sich das getraut? Weil das ist auch ein sehr personenabhängiges Business. Ja, und ich glaube, und ich merke das ja, du bist einfach ein cooler Typ. Und die Patienten wollen ja zu dir. Also, ja, aber ich bin ja nicht allein da gewesen. Wir haben es zu dritt gemacht. Wir haben sehr, sehr verschiedene Behandlungsmethoden gehabt. Oder jeder spricht andere Patienten klar, an. Klar. Ja, klar. Aber ja. Die Fußstapfen, in deine Fußstapfen wollte da keiner treten. Dann habt ihr quasi, wie nennt man das, liquidiert? Also ihr habt den Standort komplett dicht gemacht. Ja, abgeschlossen die Tür. Ich finde das richtig gut. Also richtig gut, dass du das bis zum Ende so durchgezogen hast. Geht ja nicht anders. Ja, nee, Freundin hat mal gesagt, als wir darüber gesprochen haben, wie kommst du aus der Nummer raus? Dann hat sie gesagt, mach am besten das, womit keiner rechnet. So ist es ja völlig krank, zu sagen hier, das, was wir jetzt ansinnen, ist, dass wir den Laden dicht machen. Du kriegst ja nichts dafür. Das ist ja eigentlich der wirtschaftliche Super-GAU, wenn du eine gut gehende Praxis völlig wertlos abwickelst. Was willst du machen? Was willst du denn machen? Also, ich meine, du hast ja eine Alternative hatte man nicht. Man hätte, klar, man hätte die noch verkaufen können. Dann hättest du von deinem kleinen Anteil das auch noch versteuern müssen. Hättest den ganzen Krempel für die neue Praxis neu kaufen müssen. Da wäre eine ganz andere, eine viel höhere Investitionssumme nachher zustande gekommen, als wenn du den Laden abwickelst und noch die Altbestandteile, die noch gut sind, in die neue Praxis nimmst. Das ist erstmal nicht logisch, sowas zu machen. Aber am Ende war das doch wirtschaftlich gesehen kein schlechter Zug.